Auch 2023 immer mehr fürs Geld. Das ist der Slogan, mit dem der Normal Discounter in seinem aktuellen Feuerwerksprospekt für den Jahreswechsel 2023 wirbt. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Kaufberatungsvideo für das diesjährige Feuerwerksangebot vom Normal Discounter. Ja, wir legen mal direkt los. Auf der ersten Seite, ich habe es noch ein bisschen zusammengefaltet, sehen wir ein Klassiker-Sortiment, ein Familiensortiment, das Ultimate Mix für 6,99, 22-teilig, klar ein bisschen F1 mit bei, aber nichtsdestotrotz, für dieses Geld bekommt ihr hier ein wirklich sehr, sehr gutes Familiensortiment, mit dem ihr euch ausgiebig am Silvestertag warmballern könnt. Von mir an dieser Stelle die erste Kaufempfehlung. Eine weitere Kaufempfehlung gebe ich euch aber auch gerne für das Rocket Rally Sortiment, mittlerweile auch ein Klassiker Sortiment, das ich nach wie vor wirklich klasse finde. Allein schon aufgrund der enthaltenen Ring Rockets. Ihr habt Double Ring Rockets und halt die Nummer Single Ring Rockets und gute Zerleger, schicke Ausbreitung und mit den Turbo- und Flash-Raketen und den Burst-Raketen habt ihr weitere Zerleger-Effekte. Und Nico zeigt an dieser Stelle halt auch wieder ganz klar, dass wir nicht immer diese großen, fetten, also überdimensionierten Raketenhülsen bzw. Spitzen brauchen, sondern dass die Effekte, nämlich unsere 20 Gramm, die ja derzeit in Deutschland maximal möglich sind zur Befüllung, auch in diesen kleinen Hülsen halt reinpassen. Ja, für 19,90 25 Raketen plus Ring Rockets, geile Geschichte, nach wie vor Kaufempfehlung von mir. Ja, weiter unten sehen wir dann die nächsten Sortimente, da haben wir ein nächstes Family-Sortiment, die Champ Edition. Und das ist ebenfalls für 9,99 mit Knalleffekten und ein paar Leuchteffekten und F1-Feuerwerk und Zerlegerraketen auch wieder ein Top-Preis-Leistungs-Verhältnis. Auch an dieser Stelle wieder eine Kaufempfehlung von mir. Ja, bei dem Metal Rockets Reloaded, da müsst ihr halt schauen, wie krass ausgeprägt eure Gier gegenüber Silvester-Raketen ist. Ihr habt hier auf jeden Fall 33 Raketen für 29,99. Kann man machen. Ihr habt ebenfalls auch Ring Rockets enthalten. Überwiegend halt Zerlegerraketen. Bei den größten hier im Sortiment muss man immer schauen. Das ist immer so ein Überraschungseffekt. Mal sind sie mit Zerleger, mal aber auch wieder nicht. Muss man mal gucken. Bei den Metal Shots Verbund 150 Schuss 39,99. Ich habe da einmal die Dirty Harry, was heißt einmal, die ist zweimal drauf enthalten und die Powerhouse. Zwei altbekannte Klassiker-Keks aus dem Hause Nico Europe bzw. Nico Feuerwerk. Und ja, nach wie vor für 40 Euro ein absolut gelungener Verbund, den ich wärmstens euch nur empfehlen kann. Also wer ihn noch nicht geschossen hat oder noch nicht die Patte hatte, um sich das Ding mal zu gönnen, tut es in diesem Jahr und ihr werdet überrascht sein, was da doch aus diesem kleinen Karton so rauskommt. Ja, die Dr. Pyro, ebenfalls mittlerweile schon mehrjährig im Sortiment beim Norma enthalten. Nach wie vor für 6,99, 16 Schuss Cake, Großkaliberbatterie. Auf jeden Fall lohnenswert. Ich würde sie nach wie vor immer weiterempfehlen. Sie ist nicht schlecht, sie hat wirklich überwiegend kreisrunde Bouquets mit guten Effekten drinne und ja, für das Geld kann man sich ruhig mal gönnen. The Outlaw, absolute Klassiker-Cake im Norma-Sortiment, eigentlich auch gar nicht mehr wirklich wegzudenken. Sie hatte zwischendurch mal einen Durchhänger in den Jahren, aber so wie ich ja zuletzt erfahren habe und auch gesehen habe, nach wie vor Preis-Leistungs-Kracher für 6,99, 16 Schuss-Cake, Brocard. Effekt mit bunten Spitzen. Sehr, sehr geiles Ding. Kann ich nach wie vor weiterempfehlen. Auf der nächsten Seite geht es gleich direkt oben mit ein paar Raketenpacks bzw. Family-Sortimenten weiter, bei dem ich euch gleich in schnellem Durchlauf sagen kann, hier in jedem Fall eine Kaufempfehlung von mir, auch wenn das ein oder andere doch ein bisschen höherpreisig angesiedelt ist. Auf jeden Fall das Extended Family mit seinem coolen, bunten Mix im Pack und den schönen, wirklich geilen Zerlegerraketen. Genauso wie das Jewels of Fire oder das High Five, genauso wie Metalheads und die X-Tail Rockets sind wirklich sehr, sehr gelungene Artikel. Und klar, bei den X-Tail Rockets, die bekommt man halt online auch schon für einen 5er-Kurs, manchmal auch schon billiger, wenn man einen Posten abgreift oder so.
Aber nichtsdestotrotz sind es coole Leitwerkraketen. Bei den Metalhead-Sortiments die BS-410, BS-420, aber auch die etwas größer geratenen Raketen da drin, wobei das ist wieder mehr so ein bisschen Mogelpackung so. Aber der Effektsatz in allen Rockets ist schon geil und ihr habt schöne, harte, dumpfe Zerleger. Genauso halt wie halt hier oben nochmal beim Extended Family. Ganz klar von mir für die jeweiligen Artikel eine Kaufempfehlung. Weiter unten haben wir hier die nächsten Artikel und das sind die Supreme Shots für 4,99 €, dreiteiliges Bombenrohrsortiment. Ja, mit guten Effekten, schönen Zerlegern. Was wollt ihr da verkehrt machen beim Fünfer? Also gerade auch in der Größenordnung Single Shots bei uns im Discounter zu finden, das ist ja mittlerweile schon ein Traum. Ja, Color Shooter, genauso wie Speed Thunder, sind typische römische Lichterrohre, also ja, in schneller Schussfolge, einmal für 95, einmal für 97. Muss man gucken, wie kreativ ihr euch da austoben wollt am Silvesterabend. Plant ihr ein schönes 0 Uhr Vorwerk und braucht eine gute Startsequenz mit ein bisschen Buntes, dann baut euch hier draus einfach ein paar Fächer. Bei dem nächsten Artikel 5 Shots hier, das ist auch eigentlich schon mittlerweile bekanntes Bombenrohr bzw. Roman Candle, allerdings anders wie bei den römischen Lichtern hier mit Zerlegereffekten und für 4,99 €, das geht schon ganz gut klar. Kommen wir zu den nächsten Artikeln, das sind weitere Bombenrohre und zwar das Supreme Double Shot Sortiment, habt ihr unten Feuertopfausstoß und oben dann anschließende Zerlegereffekte, 10 Bombenrohre für 4,99 €, geht auch absolut klar. Könnt ihr mal so ein bisschen im Vergleich stellen zu dem, was ihr halt von Weco im Kaufland, Lidl, Aldi und Co. bekommt. Ich möchte schon wetten, dass ihr hier dann auf ja, Bombenrohre stoßt, die doch schon ein bisschen sich unterscheiden und die ich persönlich als besser erachte. Aus der Unicorn-Serie von Nico Feuerwerk, einmal die Hartfontäne, die Fire-Batterie bzw. Fontäne oder was auch immer das sein soll und die Unicorn Fountain sind Artikel, die ich wirklich nicht empfehlen kann. Aus Erfahrung kann ich sagen, entweder brechen sie mittendrin ab, gibt es da irgendwelche Fehlproduktionen oder sie zünden durch und zerlegen oder... Ja, ihr habt halt wirklich nicht so wirklich krasse Auswurfshöhen, ne? Und die Effekte beeindrucken mich jetzt auch nicht so krass. Also das ist eher was so, wenn sie gut funktionieren oder wenn die Charge dieses Jahr gut sein sollte, dann ist das was für die Leute, die mit ihren kleinen Kindern mal rausgehen wollen, dann so nach 18 Uhr nach dem Abendbrot und da so ein bisschen Stimmigkeit kriegen wollen. Ja, bei den nächsten Artikeln hier unten Funky Fountains, identische Artikel mit dem, was im Netto gibt oder ob es dieses Jahr noch gibt, weiß ich jetzt gar nicht genau, müsste ich mal reinschauen nochmal. Aber nichtsdestotrotz, im Netto war es damals der Funkenflug, hier ist es Funky Fountain. Nicht wirklich besondere Effekte, gefällt mir nicht ganz so gut, daher keine Kaufempfehlung. Genauso auch wie beim fetten Fass, da gibt es bessere Alternative, die auf jeden Fall günstiger sind. Ich will nicht sagen, dass das fette Fass schlecht ist. Also gerade diese, es ist eine Fontäne in 4 Phasen und hat halt überwiegend Crackling-Effekte. Und das Crackling ist halt so gestaffelt halt. Es ist auch gut laut und auch fett ausbreitend. Aber es gibt halt, wie gesagt, mit der Pegasus-Fontäne zum Beispiel im Aldi gibt es da eine bessere Variante, die dann Bus 2,99 € kostet und die noch viel, viel lauter ist. Ja, also hier... Müsst ihr gucken, wenn ihr kein Aldi und Lidl habt, dann nehmt es euch mit, ansonsten wutschen oder bedingen, ja. Ja, Shooting Stars für 2,99 €, zehnteiliges, ja, ich will jetzt gar nicht sagen Bombenrohr-Package, sondern ja, ihr habt halt, das was rauskommt, ist halt eher was für den F1-Markt, also für die F1-Zulassung, ich müsste das mal Nico vorschlagen, wobei, ja gut, die haben ja damals auch die Cowboy-Betten und Co. verboten in F1, weil da oben eine kleine Puff-Puff gemacht hat und das ist hier nicht anders, ne, also nix Dickhead, könnt ihr liegen lassen. Fantasy Lights, 22-teiliges Fontänen-Sortiment, oder Leuchtfeuerwerks-Sortiment von Nico, finde ich nach wie vor immer noch lohnenswert für 8,99 €, 22 Dinger, Leute, was wollt ihr da noch krass verkehrt machen? Ich finde es cool und bin froh, dass es erhalten bleibt im Sortiment. Ja, gehen wir weiter zur nächsten Seite, da haben wir hier gleich die nächsten Klassiker. Hier oben, gut, noch nicht ganz so lange im Sortiment, aber die Schwester Pyro, 16 Schuss, 8,99 €, könnt ihr ebenfalls nichts verkehrt machen. Gut, ihr habt jetzt nicht so wirklich die ultrabösen Zerleger oder so, aber an sich tolle Effekte und eine gute Schussfolge. Von daher, ja, bis 250 Gramm NEM bekommt ihr da was rausgehauen.
Aber bei 8,99, ich finde alles, was so unterm Zehner so geht, Leute, das kann man sich alles mal so gönnen. Es sei denn, man ja, hat so Kometware dann. Das lasse ich jetzt mal. Lasse ich einfach mal so stehen. Keep it real. Auch nicht so wirklich lohnenswert für einen Zehner. Klar, ihr habt auch ein bisschen Zerlegereffekte drin, aber das ist halt, ja, das ist halt auch nicht so der Hit. Ansonsten finde ich es doch schon ein bisschen teuer für den, also für das, was ihr hier geboten bekommt. Überwiegend dann halt auch Leuchtkugel und Knatter, seinem Aufstiege. Ansonsten, ja, ein bisschen was zum Warmballern, okay, kann man mal, wenn man Langeweile hat, mal mitnehmen, aber ich selber würde es liegen lassen, also keine Kaufempfehlung. Genauso wenig für das, wie bei dem Artikel Mystical Knight, 11-teiliges Fontaine-Batterien-Sortiment, 1999, für das, was hier enthalten ist, also das, was ihr da in der Hand haltet, dieses komplette Leichtgewicht, ist das einfach zu teuer, Leute, wenn ihr die Fontaine oder auch diese, ich nenne sie jetzt mal halben Batterien oder Roman Candles in der Hand haltet, das ist wie, als wenn ihr eine Streichholzschachtel in den Händen haltet, also null Gewicht und so. Ich gehe deshalb davon aus, dass hier viel mit Zellulose gearbeitet wurde bei den Effektierungen. Aber wie gesagt, für 20 Euro ist das absolute Jauche, muss ich ganz klar mal so sagen. Auch wenn es jetzt ein bisschen bei Nico wehtut. Was aber definitiv eine Kaufempfehlung nach wie vor ist, das ist die Mephistos Fire. 16 Schuss Batterie für 3,99. Absolut lohnenswert, geile Zerleger, cooler Aufstieg, grelle Farben. Eigentlich die PL240, wenn man es so nimmt, im Original. Und da überlege ich tatsächlich, ob ich mir dieses Jahr wirklich meine VE mitnehme. Also ist, wie gesagt, ich bin am Überlegen, also auf jeden Fall werde ich sie mehrfach mitnehmen. Die ist einfach, selbst für zwischendurch mal, Leute, ist die eigentlich ganz, ganz gierig. Ja, Tornado Fire für 17,90 Euro, auch nicht so wirklich der Hit. Ja, klar, hört sich das wieder cool an mit 50 Schuss und ja, nö, Leute. Also allein von den Effektierungen her, die Startsequenz geht mir da total auf den Sack und ja, wie gesagt, ein bisschen zu hochpreisig angesiedelt für meinen Geschmack. Bei dem Artikel Crazy Crackle, 50 Schuss mit roten, grünen, gelben und blauen Leuchtsternen und Crackling-Effekten, das ist halt wieder so eine typisch Standard-Low-Budget-Cake, wie wir sie auch von Wilco und Co. kennen. Nix Digit würde ich einfach nur liegen lassen. Der Artikel Crackling Balls für 2,99 Euro, dreiteilig gut, ist mittlerweile ein Standardpreis, wenn wir gucken, also wenn wir jetzt uns auf den Online-Markt umschauen, ja, entdecken wir entweder höhere Preise oder halt, ja, ebenbürtige Preise. Also das ist, da müssen wir uns, glaube ich, dran gewöhnen. Es ist nicht günstig für drei große Crackling-Bälle, aber sie sind trotzdem meiner Meinung nach lohnenswert. Kann man mal machen. Reibkopfknaller, 1,99 €, gut, typischer Artikel, der irgendwo gar nicht mehr fehlen darf, ne? Klar, der ein oder andere Discounter bietet es schon gar nicht mehr an. Ich finde es cool, dass ja, Norma nach wie vor da in Abstimmung mit Nico immer noch Reiber anbietet, auch wenn sie jetzt nicht mehr so der Hit sind. Das Katana Knallsortiment, 10-teilig, 3,99 €, kann man auch mal mitnehmen. Ich finde die Böller von Nico gar nicht so schlecht. Ja, der Artikel Planet Pyro für 9,99 €, 54 Schuss, Leute, wenn ihr euch das Produktvideo reinzieht und die auch mal live checkt. Oh Gott, ey. Oh, da kriegt ihr übelst das Feiern. Das ist wie, als wenn Gott auf, oder, also, als wenn Gott versucht, auf die Erde Knallerbsen zu schmeißen. Okay. Ey, sowas von lächerlich, dieser Artikel. Oh Gott. Da frage ich mich immer wieder, wie kommt man denn da drauf, sowas ins Sortiment aufzunehmen und dann mit einem Zehner zu klären. Da denke ich mir jedes Mal, ey, Alter, haben die Jauche? Ja, ah nee, also wirklich keine Kaufempfehlung. Genauso wenig wie bei dem Artikel Magic für 2,99 €, 9 Schuss Cake. Ja, Kleinkaliberbatterie soll so eine Art Phoenix-Schwärmer darstellen, aber von den Effekten her schon Jauche, also nix Digit. Und Leute, wenn ihr da 1 Euro drauflegt, dann kriegt ihr im Aldi eine Poison oder halt hier nochmal eine Mephistos Fire, also im Norma selber. Aber nee, also das sind wieder so Artikel, ja. Alien für 2,50 €, 49 Schuss, normale Screamer-Cake, wie man sie schon zuhauf bekommen hat und kennt. Genauso wie der Artikel Hellscream ist das gleiche nochmal, bloß eben mit doppelter Schussanzahl, beziehungsweise ja, 2 Schuss gratis quasi, das ist nur 100 Schuss. Nix Digit, also wie gesagt, rein Screamer in Salvenform geschossen, ja, Standard-Schuss.
Müsst ihr gucken, ob das euch gefällt oder ob das für euch für zwischendurch mal relevant sein soll. Aber ich würde das liegen lassen. Einzigsten Artikel, wo ich sagen könnte, okay, können wir mal testen für 4,99. 20 Schuss, die Batterie Task Force. Ja, am Anfang auch eher Kleinkaliber-Zerlegung und dann nachher hinten raus wird es dann schon ein bisschen dampfiger. Da sind dann aber so die letzten, 4 oder 5 Schuss. Ja, kann man mal testen, muss man aber nicht. Also eine Kaufempfehlung würde ich dafür jetzt nicht geben. Und genauso wie ich eine Kaufempfehlung würde ich für den Artikel Battleship geben für 14,99, 60 Effekte. Auch das hört sich wieder so toll an mit diesen mehrfachen Effekten und dieser hohen Schussanzahl. Aber das ist halt auch ein Standardverbund, Kleinverbund, den man auch im Netto bekommt und ja am Anfang relativ viel Leuchtkugelaufstieg, also so eine Art Roman Candle Effekt halt, ne? Dann habt ihr ganz zum Schluss eine PL 240, also eine Mephistos Fire drauf, so das war's aber auch. Alles, was da vorkommt, ist wirklich total low. Lohnt sich einfach nicht, Leute. Ja. So. Dann unterteilen wir das mal hier wieder ein bisschen. Hier oben Turbocharger für 24,99, 126 Schuss. Hört sich erstmal gar nicht so schlecht an, aber Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt hier einfach nicht. Also Leute, macht wirklich keinen Spaß, dieser Verbund. Welcher mal wirklich in der Vergangenheit Spaß gemacht hat, das war der Peacemaker-Verbund hier oben für 59,99, 158 Schuss. Da habt ihr halt überwiegend Dragon Bloods drauf. Also im Prinzip der kleine Bruder von The Out of Limits. Zerleger haben ein bisschen abgenommen in den letzten Jahren. Also ich hoffe mal, dass ich ihn nochmal irgendwie jetzt zu Gesicht bekomme. Ich mag ihn mir aber im Moment nicht kaufen, weil ich wirklich aus den letzten Jahren eher die Schwäche halt erfahren habe. Der nächste Artikel hier unten, The Boss, für 19,90 auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Ihr könnt euch überlegen, ob ihr die Mephistos Fire mehrfach mitnimmt oder ob ihr halt euch gleich sagt, okay, ich wollte die viermal haben, dann habt ihr sie hier. Denn der The Boss Verbund herbergt quasi viermal die PL 240 bzw. viermal die Mephistos Fire. Bei dem nächsten Artikel, Fight of the Titans, für 49,99, 174 Schuss Verbund, ist von den Effekten gar nicht so schlecht, muss ich sagen, auch von der Schussfolge relativ rasant, auch mit ein paar Salven so drin. Allerdings preislich wieder ein bisschen hart gegriffen, muss ich sagen. Also ja, man könnte ihn sich schmecken lassen, wäre er doch 10 bis 15 Euro günstiger. Dann hätte ich mal gesagt, okay, nehme ich doch mal mit das Ding. Und bei dem Artikel Riders in the Sky für 27,90, 146 Schuss, habt ihr hier ebenfalls wieder einen Verbund. Habt ihr wieder einen Verbund mit Low-Budget-Keks halt drauf. Das sieht man aber auch gleich, weil am Anfang, wie gesagt, wieder dieser Kladderadatsch aus Leuchtkugel aufstiegen, bla bla bla, wie dabei ist. Naja, kennt ihr schon. Und hinten raus gibt es dann wieder ein paar Zerleger. Aber das sind alles so Kleinkaliber-Geschichten, nicht wirklich Dampfhinter. Und ich finde, davon sollten die generell weggehen, unsere deutschen Importeure bzw. Hersteller. Also liebe Nico GmbH, nehmt die Jauche raus und präsentiert wieder das, was ihr könnt. Denn ihr könnt eine ganze Menge mehr. Ja. Ja, weiter unten kommen wir dann zu den letzten Artikeln in diesem Prospekt, beziehungsweise schauen wir uns die letzten Artikel des diesjährigen Feuerwerkssortiments an und da haben wir die Full Magazine, 99 Schuss für 29,99. Meine Güte, ey, Leute, das ist genauso eine Cake wieder, ne? Also mehr Leuchtkugelaufstiege und irgendwelche versuchten Wasserfall-Effekte als alles andere. Zwischendurch mal ein paar kleine Zerleger, aber das war's aber auch. Also das ist nichts Dickes, ey. Also keine Kaufempfehlung. Pyrowood heißt der nächste Artikel für 79,99, 120 Schuss. Klassischer Großkaliberverbund und ihr habt hier wirklich eine coole Effektauswahl. Also wirklich auch schöne kreisrunde Bouquets mit tollen Multicolor Stars, paar Blink-Effekte drin, gute Salvenabschüsse, wie gesagt, auch guten, schönen Zerlegern. Ist eine typische Preiskategorie für diese, für dieses Leistungspaket an Effekten und Effektvielfalt. Von daher würde ich hier tatsächlich mal sagen, Leute, testet das Teil mal, wenn ihr die Patte übrig habt. Ist jetzt nicht billig, ich weiß, aber wer auf Verbünde auch mal aus ist und mal was Schönes haben will, der gönnt sich halt so ein Ding mal. Ne? Also das bis jetzt so, von dem, was ich in den Discountern gesehen habe und kenne,
ist das schon etwas geiler. Also fühlt man sich doch schon eher angekommener als mit den anderen Artikeln, die es so verbundsmäßig im Kaufland und Lidl gibt und so. Ja. Was allerdings wieder totaler Rotz ist, ist der Artikel Ghetto Blaster. Da finde ich schon die Namensgebung total verkehrt, weil da habt ihr auch wieder am Anfang mehr Leuchtkugel aufstieg als alles andere und hinten raus ein paar Knallerbsen, die am Himmel knallen. Ne? Monster Burner bin ich also ein kleiner Fan nach wie vor von. Ich finde diese Aufteilung dieser Cake, also generell die Schussfolge, dieser ganze Mix, der da veranstaltet wurde mit dieser Batterie, der ist schon ganz, ganz cool. Ihr bekommt hier auch fast Full Power von der Netto-Explosivmasse her für 1990, 63 Schuss Cake. Ich finde sie nach wie vor cool, Leute. Ebenfalls geil, die Monster Blaze, mittlerweile ein Klassiker, für 24,99, 36 Schuss, wirklich Großkaliber-Cake mit voller Power, schöne Salven, die da am Himmel geballert werden. Klar gab es Chargen, die etwas langsamer von der Schussfolge her waren, aber das waren wenige Ausnahmen. Ne? Also es gab ja zwei, drei Jahre mal Vereins, also wirklich mit größeren Abständen, wo da mal eine Charge nicht so ganz rasant war, aber trotzdem ist sie halt geil, die Cake. Ne? Und im Discounter-Bereich findet ihr kaum was Vergleichbares, muss ich tatsächlich, so muss ich euch echt so sagen. 360 Grad Inferno, der letzte Artikel in diesem Prospekt. 29,99, 70 Schuss, müsste die Cluster sein im Original. Ich habe sie wirklich nie getestet selber. Klar, kenne ich die Cluster und somit auch die 360 Grad. Ich weiß, dass wir halt wirklich Leuchtkugelaufstiege haben, Knattereffekte und dann, wie gesagt, dass das alles im Kreis geschossen wird und so. Und dann gibt es ja auch von Vego, gibt es ja auch die Roundhouse Kick, die da so ähnlich ist, aber die eher mit einer Abschusssalve in 360 Grad arbeitet. Aber am Ende, nur weil es quasi 360 Grad verteilt quasi geschossen wird, das Ganze. Deshalb das Ganze mit 29,99 zu bepreisen, halte ich für den falschen Weg, weil Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt hier überhaupt nicht, finde ich. Das war das diesjährige Feuerwerksangebot vom Norma-Discounter. Ich hoffe, ich konnte euch wieder ein bisschen mit meiner Kaufbahn bzw. mein Statement zu den einzelnen Artikeln helfen und euch die ein oder andere Entscheidung abnehmen bzw. erleichtern. Ich hoffe es ja, also ich wünsche es mir jedenfalls. Ja, und ich wünsche euch schon mal viel Spaß beim Shoppen. Wenn was dabei war für euch, geht gerne, schaut gerne vorbei. Norma macht das ja immer ganz toll. Ansonsten sehen wir uns bei der nächsten Kaufberatung bzw. zum nächsten Prospektor-Vorstellungsvideo wieder. Macht's gut, Leute. Haut rein.